Herr Mayer, in der Schweiz gab es am Wochenende eine Volksabstimmung. Dort hat sich das Schweizer Volk mit einer Mehrheit für ein Projekt ausgesprochen, für ein Vorhaben, und trotzdem wurde es am Ende abgelehnt. Das müssen Sie einem Deutschen erklären. Ja, das muss man wahrscheinlich sogar gewissen Schweizern erklären. Ja, das Volksmehr war da, 50,7% haben einer Volksinitiative, die Konzerne, die international wirtschaften, in Verantwortung nehmen wollte, zugestimmt. Die Volksinitiative hatte zum Ziel, das Fehlverhalten von international tätigen, insbesondere natürlich in der dritten Welt oder in Schwellenländern tätigen Schweizer Firmen oder Firmen aus der Schweiz, in der Schweiz für Fehlverhalten bei Kinderarbeit, Umwelt, Schädigung in der Schweiz eingeklagt werden können, also in der Schweiz zur Verantwortung gezogen werden können. Ein eigentlich sehr avantgardistisches Denken. Und dem wurde zugestimmt vom Volk, aber die Mehrheit der Kantone war nicht dafür, war dagegen. Und damit ist diese Verfassungsänderung nicht möglich. Die Kantone können in ihrer Mehrheit eine Volksmehrheit quasi neutralisieren. Daraufhin hat der Schweizer Politologe Lukas Golder gesagt, die konservative Schweiz siegt über die moderne urbane Schweiz. Das klingt nach Spaltung. Ist das so? Nein, das ist schon mal keine Spaltung, weil jede Volksabstimmung hat viele Verlierer und viele Sieger. Und oft sind Verlierer und Sieger prozentual ziemlich nahe beieinander. Und insofern ist die Schweiz das gewohnt. Man verliert und dann macht man weiter. Das ist ja interessant, dass diese NGOs, auch die Kirche war da engagiert, diese Hilfsorganisationen und die Linken, Linksliberalen und Grünen, Kräfte in der Politik, die machen weiter, die haben jetzt Ideen, die setzen auf die Europäische Union, die eine ähnliche Gesetzgebung in der EU durchsetzen möchte. Und so gesehen ist das keine Spaltung. Und es ist auch nicht ganz richtig, dass die urbane Schweiz quasi besiegt worden ist von der ländlichen. Denn die Wirtschaftsmenschen, die das bekämpft haben, die Konzernchefs und die Wirtschaftsorganisationen, das sind ja moderne Leute, das ist ja nicht ländlich, das ist ja global. Das sind Leute, die sich an der Zukunft orientieren, die das nun mal nicht wollten, weil es hätte sie in ihren Augen behindert oder gefährdet, was auch immer. Aber das ist ja nicht die ländliche Schweiz. Die haben die ländliche Schweiz anvisiert mit ihrer Propaganda, um dieses Kantonsmehr hinzukriegen, aber es ist nicht so eindeutig. Natürlich, es war die Westschweiz, die französischsprachige Schweiz, die groß zugestimmt hat, und dann Bern, Basel und Zürich. Und das waren dann schon die Städte, aber von einer Spaltung oder von einer, sagen wir, moderne Schweiz gegen konservative Schweiz, so würde ich das nicht sehen. Wenn man nun annimmt, dass in der EU ein entsprechendes Gesetz in Vorbereitung ist und auch in Deutschland ist so ein Gesetz geplant für 2022, soweit ich weiß, und die Schweiz am Ende nachziehen wird, hat sich dann das viele Geld, das die Schweizer Unternehmer in die Kampagne gegen diese Abstimmung investiert haben, überhaupt gelohnt? Ja, sie gewinnen Zeit. Die Schweiz wird ja dann nicht sofort, wenn die EU was macht, sagen, jetzt sind wir dabei. Das wird dann einfach durch internationalen Druck, wie das in der Schweiz halt oft passiert, zwar auch beim Bankgeheimnis so, dass die Schweiz nachzieht. Sie hat hier die Chance verpasst, mal wieder avantgardistisch zu sein. Das war eine moderne Idee, eine gute Idee. Es geht um die Einhegung des Kapitalismus im globalen Raum, so wie es um die Einhegung des Kapitalismus ging Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert in der Nation, durch den Sozialstaat. Und jetzt geht es darum, den Kapitalismus verantwortlich und lebbar zu machen, auch sagen wir, zu kultivieren im globalen Raum. Da wird die Schweiz nicht drum herum kommen, dies
nachzuvollziehen, was für mich, der ich ja gestimmt habe, eigentlich schöner gewesen wäre, man hätte es jetzt mal, man wäre vorangegangen, da wäre ich da super stolz gewesen auf mein Land. Jetzt sage ich, es ist, wie es ist. Also die Schweiz zieht immer nach und ist nicht Avantgarde. Wann war die Schweiz denn zum letzten Mal Avantgarde, Herr Mayer? Also sie war sicher mal als Bundesstaat Avantgarde, als sie gegründet wurde, mitten im Fürsteneuropa am 12. September 1848. Da war sie einfach so sehr Avantgarde, dass diesem Fürsteneuropa geradezu der Schreck in die Glieder gefahren ist. Avantgarde als Demokratie ist sie es immer noch. Ich meine, Volksabstimmungen, die ausgetragen werden, diese wurde ja sehr heftig, ging man da aufeinander los. Und nachher ist man da und sagt, doch, jetzt machen wir weiter. Oder, was interessant war, die Regierung, bei uns Bundesrat, das ist diese Kollegialregierung von 7 Ministern, wobei jeder mehrere Ministerien im Sinn, im deutschen Sinn unter sich hat. Diese Regierung hat ja einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Also sie ist den Initianten, sehr viele junge Leute und so revolutionär gestimmte Leute, ist sie entgegengekommen. Es gibt also was. Das ist auch Schweiz. Das ist Schweiz vom Besten. Und das ist schon manchmal ein Beispiel für andere. Vor allem im Umgang miteinander kann man von der Schweiz lernen. Lieber Herr Mayer, wir setzen das fort.